Was geht ab? Hier ist Kim und ihr fragt euch bestimmt, warum hat sie so eine Stimme? Vielleicht wegen dem hier? Ja. Boah, voll hell. Kommt auf die dunkle Seite. Ich hab so Hunger, ne? Ich schwöre, ich kann gar nichts machen, Mann. Du hast dir mal was überlegt, hab ich gehört. Wir haben heute uns was richtig Cooles überlegt. Wir sind nämlich in Berlin. Es ist heute erst Montag und gehen dann zu so einem Rap-Event und so. Oh yeah. Ja, und dann dachten wir uns, heute essen wir einfach ganz viel. Das ja, aber wir probieren Sachen aus, ne? Ja, wir testen crazy food hotspots. Und wir gehen jetzt auch zu den ersten. Wohin geht's jetzt? Ja, jetzt geht's so richtig krass hin. Es wird jetzt sehr... Wie nennt man das? Krass. Siehst du das? Ja, das... Ein sehr großer Haarföhn. Willkommen. 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 Ah, oh mein Gott, warte. This is the most hyped, overhyping thing, ne? Croissant Couture. A very nice, fromme, französische Name. Das erste Mal, wenn die backen, ist um 10 und dann, bis es ausverkauft ist. Und das zweite Mal um 14.30 Uhr und dann, bis es ausverkauft ist. Das bedeutet, in 20 Minuten, wir haben frische, krasse Croissants. Okay. Und das sind besondere Croissants. Das sind nicht einfach nur so Croissants. Ja, das ist alles geplant, ne? Ich bin hier in meinem Kopf, passiert das einfach alles. Also das Ding ist, ich bringe ihn immer so zu diesem ganzen Fancy-Genre. Würde es, glaube ich, gar nicht sonst in sowas rein. Gehen, oder? Die reicht auch einfach also auf jeden Fall nicht, ich glaube auf jeden Fall nicht in dieser Intensität so, ne? Das wird so ab und zu wahrscheinlich, das ist cool. Auf jeden Fall, wir haben uns schon hier das Formular hier, ne, haben wir uns durchgelesen. Da steht gar nicht drauf, was es alles gibt, also man muss auf jeden Fall reingehen und es dauert halt. Eine Viertelstunde warten wir jetzt. Ey, sobald fünf Leute stehen, dann gehen wir da rein. Die Körper da rein zu packen. Boah, das sieht aber abgespaced aus, ne? Das sieht richtig geil aus, Mann. Nein, laber doch kein Scheiß. Oh mein Gott. Überall. Sieht aus, als hättest du Kids Choice Award gewonnen. Eiswürfel, aber es war so kalt. Erstmal kurz gucken, hier, ob das hier dein doch. Geschmack geil. Hier entspricht oder geil. Nicht. Geil. Ja, das schmeckt gut. Eigentlich schmeckt das immer nur nach Gras. Das schmeckt echt gut. Okay, stellen wir jetzt an, weil ich schwöre, die Schlange ist ja jetzt schon unnormal auf was wird hier mit Feuer hantiert. Das wird gerne. Das ist jetzt absolute Krönung. Zwei Stunden später. Wir haben uns einen gemütlichen Platz gesucht, ne? Das war. Wir haben uns einen abgeschirmten Platz gesucht, hier, wo uns niemand anschaut und niemand judged. Irgendwie sind Menschen voll judgy heute, oder? Ja, das ne? Gar nicht. Hä? Die gucken einen voll komisch an. Kann daran sein liegen, dass ich jetzt ganz meine voll komplett. Kapuzenpol, Mann! Wir haben hier in diesem wundervollen kleinen Burgerpaket. Es ist ein rundes Croissant. Es ist nicht einfach, wie du dir vorstellst, ein Croissant. Es wird mit Pi berechnet. Wow! Ey, das sah so krass aus, wie die das da zubereitet haben. Unnormal, oder? Also das ist ja schon, das ist richtig schwer. Komm mal, nimm mal in die Hand. Schau es dir mal an. Okay. 5,90 Euro. Okay, das ist krass. Das ist unnormal schwer. Schwer, ne? Krass. Hier, probier du als erstes. Nein, probier du zuerst. Ey, das... Oder? Probier du zuerst. Wieso? Dass du zuerst probierst. Warum? Will das... Wir können auch beide gleichzeitig reinbeißen. Wow! Ich glaube, das wäre logistisch ein bisschen. Man sieht auf jeden Fall alle hier Gesteinsschichten des Croissants, die blättern sich hier. Macht man ein rundes Croissant? Das wird bestimmt so ein als langes Brot mäßig gemacht und dann geschnitten einfach in so Scheiben. Mmh. Mmh. Allein dieser Crumble ist schon, oh mein Gott, das schmeckt so geil. Guck mal hier. Das schmeckt schon so geil. Beiß ich da jetzt einfach rein? Ja. Oh Mann, ich kann das nicht. Vielleicht drückst du das einfach mal zusammen. Oh, it's a chocolate coming out. Siehst du diese geile... Oh fuck, hier will jemand parken, glaube ich. Nein. Doch, oder? Doch nicht. Wir machen es anders, wir beißen einfach rein. Ja. Ja, das war gerade sehr viel Zartbitterschokolade. Schokoladisch? Das war gerade nicht so geil. Ist auch mit Zartbitter gefüllt? Ich glaube nicht. Aber das war gerade ehrlich gesagt gar nicht so geil. Ey, wir haben gar keine Dings, Servietten, ne? Können wir eine Hose benutzen, da sind eh schon Flecken drauf. Wir können ja von jedem Spot einen Fleck so sammeln und den auf meine Hose tun. Ja. Ich bin gespannt. Boah. Oh mein Gott, ich schwöre, es ist alles. Du hast so Glück, dass du immer so sitzt mit deinen Füßen, ne? Und die nicht so oh mein Gott, wie ein normaler Mensch sitzt. Ich schwöre, riecht wie dünn, ist einfach komplett zwischen deine Füße. Aber boah, ist echt lecker, ne? Ja, du bist bei der Schokocreme direkt angekommen, weil boah. Ich diese Vorarbeit geleistet habe. Okay, das sieht schon krass aus. Und nochmal, und nochmal. Ich habe eben außer Versehen auch noch eine offene Flasche bei mir in die Tasche getan. Jetzt ist alles ausgelaufen, jetzt überall. Ey, geil, darf ich bitte mal? Hier. Ey, das sieht so lecker aus. Scheiße, das ist ja komplett was? Mit der Schokocreme, die kommt dann gefährlich. Schmeckt auf jeden Fall wie ein Croissant. Ich würde jetzt nicht erschmecken, dass es rund ist. Oh, geil. Aber Croissants sind einfach das Geilste, was es auf der Welt gibt. Guck mal, sieht man das, wie das sich aufblättert? Aber dann kann man das hier auch noch so reindippen. In diesen Schokobrunnen-mäßigen Flusssee. Ich glaube, der andere wird leckerer sein. Hä? Warum? Ich weiß nicht, da sind mehr Farben drauf. Immer mehr Farben, mehr besser? Alter Schwede, wie das aussieht. Ey, was soll ich machen? Wir sind die beste Werbung. Können wir dafür bitte Geld bekommen, dass wir einfach hier sitzen und das essen, weißt du? Weil dann gehen die Leute da auch hin, weißt du? Ich glaube, dafür müssten wir so 10 Runden um den Hohensinn joggen.
Wow, amazing. Boah, der wird echt Film zu essen. Also solche Sachen sind zwar geil, aber diesen Film zu essen. Aber du kannst das essen wie ein Burger. Willst du beide Hände? Okay, wir gehen direkt rein. Was aussieht damit? Ich schwöre auf alles, lass mir auch noch was davon, ne? Das sieht aus, als würdest du einfach einen Burger essen. Wow, wow, das sieht so geil aus. War das eigentlich teurer? Die Hälfte ist schon weg, kannst du ein bisschen chillen? Ist der besser? Ich habe so viele Fragen, Mann. Wie ist der? Lecker. Nur lecker? Ist wirklich lecker. Ist der besser als der andere? Keine Ahnung, Mann. Ist halt Geschmack. Aber du hast einen guten Geschmack. Mir schmeckt der mehr. Ehrlich? Ja, okay. Also Schokolade ist so viel, lecker, ne? Aber Schokolade schmeckt doch einfach als Schokolade, weißt du, was ich meine? Ja, wow, das sieht so krass aus. Ich glaube, das hier oben ist so Mandel noch drauf und alter, krank. Ja, ich glaube, das mit Mandel. Die kannst du mir das ruhig in einer Hand lassen. Ich liebe ja eigentlich alles mit Früchten und da sind halt auch noch so Früchte drin. Okay, ich glaube, das wird noch geiler. Der sieht auch krass aus, ne? Der schmeckt so frischer, ne? Ja, oder? Der ist geiler. Der ist nicht zu süß. Der schmeckt richtig geil, die Früchte da drin und alles. Wohin? Guck mal, man wird verkauft für so ein Croissant. Ich teile das gerne noch weiter mit dir. Boah, also, doch, ist schon extrem teuer. Wir könnten auf jeden Fall uns eins teilen. Plus, man wird davon auch schon satt, ne? Also, satt wird man alle Male. Okay, hier. Also nach diesem Ding gerade, ne? Ja. Müssen wir auf jeden Fall einen Spaziergang machen. Wir machen jetzt einen richtig kranken Spaziergang sogar. Guck mal, wir sind ja jetzt so richtige Explorer geworden, ja? Also Dora the Explorer. Und wandern jetzt anderthalb Stunden. Wir sind jetzt Dora Explorer. Also, ist das die albanische Version? Siehst du das? Lavendel. Smells like Lavendel. Das ist das erste Mal, dass du was riechen kannst, ne? Ja. Ja, Lavendel. Nase, du beschwerst dich immer, dass deine Nase nicht so funktioniert, die. Ich rieche keine Pupse, ich rieche kein Kaka. Das sind doch alles positive Aspekte erstmal. Freunde, it goes weiter. Ey, du hast auch nochmal Hunger, oder? Ardi, ne? Er braucht ganz, ganz dringend irgendwas. Boah, das hört sich voll dramatisch an. Ich hab echt Hunger. Einfach. Ja, du hast richtig Hunger. Ich hab was im Petto, ne? Also. Ich bin gespannt. Ja, wir gehen jetzt in ein richtiges Restaurant. Ah, Eisbein am Ding bekommen. Unterarm. Eisarm. Auf jeden Fall. Ey, Chris, Beste einfach. Sie sucht einfach den ganzen Tag irgendwas raus. Das ist voll geil, Mann. Danke. Haha, gerne. Oh, cool. Muss man einmal kurz appreciaten. Das sagen nicht viele Menschen. Kim ist die Beste. Das heißt, da hört du bist einfach die Beste. Ich weiß ja. Aha. Es ist ein Restaurant, ich habe es gesehen und ich war so, oh, das ist wieder special und very, wir will berühren, das weiß ich. Ach so, kulinarisch. Boah, wir gehen ganz viele Kilometer, ich glaube 16.000 Kilometer weg von hier, kulinarisch. Echt? Ja, Mann. Okay, jetzt gucken wir erstmal, wie weit das wirklich so geografisch von hier entfernt ist, das Restaurant. Hier lang. Ich habe so Hunger. Gut, dass wir angekommen sind bei Ikezu. Bin gespannt dafür. Ja, also es ist Sushi, ne? Wie du schon schwer wahrscheinlich merkst schon hier an dem Ding, aber es ist etwas Besonderes dabei. Hi! Ich habe natürlich reserviert, ne? So schlau wie ich bin einfach. Das Beste einfach wie Chili. Ja, ne? Boah, das sieht jetzt schon so lecker aus, ne? Ich will genau das, was da gerade fährt. Oh mein Gott, ihr werdet es gleich sehen. Natürlich ist das denn. Voll witzig, oder? Hier kommt einfach das Essen aus so kleinen Booten übers Wasser geschippt. Das ist hier Seemanns. Oh, guck mal, da kommt sogar was. Ich glaube, man kann sich das sogar einfach nehmen. Man kann sich auch Sachen bestellen. Also du könntest das jetzt einfach da angeln. Quasi. Da läuft es an dir vorbei. Boah, der sieht richtig geil aus. Der sieht schon stabil aus. Es ist halt gerade gar nicht voll, was halt eigentlich voll chillig ist, aber deswegen sind die nicht so befüllt. Ich glaube, wir sind zu der falschen Zeit hier, ne? Da ist einfach nichts drauf. Was nehmen wir? Also da kommt auf jeden Fall was und ich werde das auf jeden Fall jetzt mir schnappen. Echt? Ja, wir angeln dafür. Okay, dann bin ich gespannt. Kims Boot, meinst du, ich noch ein Digrassbar? Oh, lecker. Boah, mit Lachs, ne? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sieht auch, das sieht noch besser aus. Da das andere? Ich weiß nicht, hast oder? Du das raus nehmen? Willst du das nehmen? Los, nimm mal. Ja, das ist gut. Cool. Dankeschön. For you. Krass, Mann. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht mit Stäbchen. Okay. Boah. War das der? Das muss hier schnell sein. Ja, Mann. Ja? Ja, das sieht geil aus. Was ist das? Wow. Okay, krass. Was kommt da? Oh, das ist ganz aufregend. Also der war eben Idras Boot auf jeden Fall. Alle Boot folgen bitte. Fühlst du dich hier wegen Fischer eigentlich? Ich versuche mal hier eine Beinablage zu machen. Wie kann man solche extra Wünsche umsetzen? Ich möchte diese Dings gerne haben. Chicken Tempura, bro. Avocado Mark mit Chicken. Ich glaube, das voll geil, ne? Advanced Level. Ja, Mann, ey, alles Gute. Also geschmacklich einfach richtig geiles Sushi. Und das Konzept ist auf jeden Fall geil. Voll chillig. Ja, ne? Kennst du diese Sushi Trains? Dann fahren die einfach auf so einem Fließband. Weißt du, so. Fließband. Aber das ist cool. Auch an einem Faden hier, ne? Ja, nochmal. Das. Was ist das denn? Also irgendwie sieht das geil aus, ne? Aber irgendwie sieht das auch crazy aus. Okay, wir probieren das jetzt einfach. Guck mal, die sehen aus wie Autoreifen. Wow. Warum sagst du mir nie, dass ich etwas an meinem Mund habe? Das sind deine Augen. Ich probiere jetzt dieses Special-Ding. Ich weiß nicht, was da drauf ist, ehrlich gesagt. Okay. Was sagst du? Ja, doch, ist okay.
Boah, ich hab echt was zu essen gebraucht, glaube ich. Geht aber wieder gut. Halbes knapp. Ey, du warst gar nicht da, du warst in der Bahn, du so. Ja, in der Bahn wird man aber auch nur müde von diesen monotonen Geräuschen. Ach, da sind Leute, die schreien rum, manche spielen Gitarre, manchmal macht so. Das war auf jeden Fall ein richtig schöner Besuch. Wir haben auf jeden Fall das zerfetzt. Man kann jetzt auf jeden Fall schon zusammenrechnen, wie wir bezahlen müssen, weißt du? Weil diese Teller, die haben eine Markierung. Ey, das ist so cool, ne? Guck mal, wir haben schwarz, rot, gelb, schwarz, schwarz. Schwarz ist das teuerste, chillig. Gut, dass wir das am öftesten haben. Das sind ungefähr 5 Euro, 5, 10, 25 Euro. Also ich glaube, man bezahlt das auf jeden Fall auch mit das Konzert. Weil wenn man sonst so den, also das ist schon bestellt, dann ist das gar nicht so teuer. Aber das ist schon ein bisschen teurer. Was cool. I like to eat ice cream with you. Eigentlich wollte ich irgendeinen Song singen, aber dann ist mir keiner mehr eingefallen. Zeig mal dein richtiges Outfit. Zeig mal deins. Nein, erstmal. Ich will deins. Erstmal will ich deins zeigen. Ich weiß auch nicht warum, aber. Fresh. Heute, ne? Ich hab abgestellt. Das ist auch ganz schön heiß, ne? Is the all denim look, you know? Weil wir gehen heute noch wohin. Hoffentlich, das ist erst ab 25, ich bin ja 24. Wohin? Wohin das Flieger? Warte mal kurz. Guck mal, diese Viecher meine ich, Dicker. Dann kannst du wegmachen, bitte laminier sie ein. Schatz. Oh, auf jeden Fall, wir gehen heute wahrscheinlich in so was richtig Cooles. Okay, du weißt wohin. In so eine Cocktailbar. Weißt du schon wieder sowas? Unter dem Auge ganz vorsichtig und sanft sein, weil da ist die Haut sehr dünn und da kann es sehr passieren, dass da Risse kommen. Ne? Und wir wollen ja nicht. Tut mir leid, ich dachte, das wäre sanft. Das, satt? Sanft. Sanft, ja. Sanft. Wir müssen mich da irgendwie reinschmuggeln. Aber deswegen habe ich mich aufgetakelt. Und Arti sieht aber auch du siehst, schön du siehst aus, immer ne? fresh aus, einfach. Was für aufgetakelt. Doch. Das ist ja geil. Ich gehe einfach rein und wir dribbeln das jetzt. Ich hätte noch nicht mal meinen Kaffee, Mann. Auf jeden Fall auch sehr fresh, fresh, fresh. Danke, danke. Und weißt du, was noch fresh ist? Eis. Ja. Das wollte ich schon letztes Jahr eigentlich mal probieren. Ne? Basierte Eis, ne? Ja, genau. Von Gillette, diese Eis. Ich bin voll gespannt. Gibt es da verschiedene Sorten? Ja, ich glaube, ja, safe, natürlich. Ehrlich? Ja, safe. Ich stelle mir das gerade richtig so, es gibt so rot und blau und gelb und grün. Und das schmeckt dann so wie Kratzeis. Ja, wir checken es jetzt mal ab. Los, du führst uns dahin. Okay, let's go. Komm, sag's es einmal nochmal bitte. Du warst dir richtig sicher, dass ich verkackt habe, ne? Ey, Adrian findet nie den richtigen Weg. Er geht einfach immer so, also, ha, cool, das ist cool, dass wir gehen da lang oder nein, da. Und dann sind wir von der Route weg, keine Route mehr da, nichts Route. Das Ding ist, ich guck mir das einmal an und dann weiß ich ungefähr wo. Du hast das wahrscheinlich gespeichert. Und ich spüre das hier. An deiner Hauptschlagader, ne, da fließt es durch, ne? Oder meinst du das, deine Apple Watch? Ich glaube, die Apple Watch vibriert dann immer. Man ist einmal nicht in Berlin, dann kommt man wieder und es gibt so 5 neue Läden, die hier so auf sind. Da ist einfach so eine Windbeutelfabrikbeuterei. Windbeuterei, das ist ja krass. Das ist ein Laden nur für Windbeutel. Ja, das müsste jetzt eigentlich hier sein. Ach, hier? Nein, verarscht. Eigentlich schon, ich guck nochmal. Nein, wir müssen doch noch um die Ecke. Der hat gerade angezeigt, dass es hier ist. Hey, wir müssen da zum grünen Rasen. Hä? Was? Da hinten? Da vorne. Ja. Okay, wir sind jetzt in einem Park. Darf man in Parks eigentlich parken? Oder warum heißt das eigentlich Park? Ich verstehe das nicht, ne? Boah, die Berliner Stadtmusikanten. Das sind wir. Ja. Das sind die Stadt-Gigeronis. Okay, komm, wir gucken jetzt nochmal auf Google. Meine Nein, Beine. Nein, Google zeigt, dass es da vorne ist. Das stimmt doch gar nicht. Das ist Fake News. Das sieht so cool aus hier, Mann. Danke. Bin ich das oder ist das die Umgebung? Also der ganze Diskussion. Wir suchen auf jeden Fall diesen, wie heißt das? Gillette. Rasur, diese Barbershop von Eis. Wo ist das? Das kann doch nicht. Da vorne, das ist da vorne. Ich sehe das schon. Ja, nein, guck mal. Alle Leute, die von da kommen, sind rasiert. Nein, die haben das alle gar nicht. Ich stoke hier auch lange mit diesen Scheißschuhen. Aber ich sag ehrlich, auf den Bildern hat man irgendwie sowas gesehen, Dicker. Guck mal, pass auf. Ich würde, ne? Boah, ich könnte auch Kriminalpolizist werden. Ich sag ehrlich. Dann würde ich herausfinden, wo Schäfteis überall auf der Welt verteilt. Also ich bin auf einer ganz wichtigen Interpol-Mission auf Schäfteis. Super. Ich habe auch das Gefühl, dass es hier ist. Wie gesagt, ne, ich habe ja letztes Jahr schon versucht, das zu finden. Schon wieder fast umgeknickt. Wollen wir mal kurz chillen hier? Das sieht hier nämlich richtig cool aus. Oh Mann, ich will dieses scheiß Ei. Wie kann man in so einer schönen Dings, in so einem schönen Licht sowas sagen? Okay, es ist 19:21 Uhr. Eigentlich wollten wir noch häufig essen. Irgendwie geht die Zeit, ne? Flöten. Wenn das jetzt hier, ne, der richtige Spot ist, den du herausgefunden hast, dann melde ich dich wirklich bei Interpol an. Warum? Ja, weil du krass bist und das herausgefunden hast. Aber das ist echt schlecht ausgeschildert. Dieser Google-Ort ist einfach mitten auf der Straße. Da fragt man sich, wollen die Geld verdienen oder nicht, ne? Schenkstein! Da vorne ist das, komm mal. Oh, du verarschst mich, du hast schon gesagt, es ist hier. Du, ich sehe das schon. Vertrau mir doch einfach mal. Ey, wir sind eben gerade hier lang gegangen. Vertrau mir einfach. Okay, wir streiten diesen Und guck jetzt. Nein. Ja! Lava doch nicht! Guck mal, Barack Obama war sogar hier, Dicker. Bei Reagan Obamensen. Hi, was geht ab? Warst du schon mal hier? Nein, never ever in our life. Also, ich kann dir was empfehlen, Arvi. Was denn? Ja, und zwar... Aperol. Ja. Geil, Digga. Aperol schon geil. Hast du schon mal welche probiert hier? Ja, schon fast alle. Also, Aperol sind so ein paar Okay, cool. Ja, die Unalkohol, Rainbow, ist auch so lecker.
Ach, ist das richtiges Eis? Was ja, da? Ah! Es wird rasiert. Wow, ist ein großer Schneeball einfach, Alter. Cool. Schlau, wow, cool. Geil, wow, krass, danke. Hey, wie cool sieht das aus? Ich komme gar nicht klar. So, das Ganze passiert nochmal. Einfach mit Aperol. Der knallt richtig rein, ey. Sie hat den hier empfohlen, ne? Diesen Rainbow, den hat, ja. Den hat sie empfohlen und das war unsere Auswahl. Einfach Aperoli. Oh, krass. Das sieht so crazy aus, Alter. Voll geil, Mann, Alter, dass wir uns immer so Sachen teilen können. Ja, ne? Übel. Das, wir nehmen beide das, dies, das, Mix, Mac. Ananas. Oh, shit, guck mal, die Wespen, die werden jetzt gleich mit dir sein. Oh mein Gott. Die werden auseinander. Invasion. Hey, ich würde hier weggehen. Ja? Die kommt schon. Okay, jetzt geht. Ey, du snackst schon den Aperol weg. Gib mir mal her, Alter. Wie schmeckt das? Oh, geil. Kriegt man gehört, Frost? Noch ist es nicht so weit. Das sieht aus wie. Du gerade noch Dings einschreiten können. Das sieht aus wie ein Planet, so, Alter. Das hier sieht so crazy lecker aus, Digga. Was ist das denn? Einfach Kratzer ist seine Mutter gejammt. Also, die Farben sind krass. Ey, das schmeckt Wahnsinn, ne? Echt, ist so geil? Probier aus, Digga. Okay, gib mal her. Sagen. Gib mal her. Also, schmecken ja auch alle. Die haben einfach, ne, alle Nachteile von Kratzer ist eliminiert. Wow. Die haben nur die positiven Aspekte von Kratzeis übrig gelassen. Ey, das schmeckt ja unnormal geil. Mmh. Boah, darf ich auch mal hier? Oh mein Gott, das sieht aus wie von Kids' Choice Award, diese Schleife. Kratzeis war geiler. Das ist nicht so geil wie Kratzeis. Bei Kratzeis musstest du noch ackern für dein Eis. Du musst noch richtig dieses Eis bearbeiten. Und kostet nicht 7,50 Euro. Das ist okay. Aber ist krass. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Jetzt will ich mal diesen Aperol probieren. Die hat er ja offensichtlich... Boah, ey. Ich kann es gar nicht beschreiben, was für eine geile Farbe das ist. Ich kann die gar nicht so warm nehmen mit meinen Augen, Alter. Also, schmeckt tausendmal besser. Wenn das im Straßenverkehr raustust, bleiben Autos stehen. Und sind vorsichtig, deswegen so Warnweste oder irgendwas. Ey, sorry, aber dein schmeckt ja tausendmal besser. Beides ist unseres. Also schmeckt meins auch 50% nach, denke ich. Also, aber wo hätten die das sparen können? Hier war deins. Also, das hier, ne, ist wirklich lecker. Ich habe die anderen Farben jetzt noch nicht probiert, ne, aber dieses rote ist schon anders gewesen. Einfach blau Kratzeis, ohne arbeiten zu müssen. Das ist a dream coming was true. Was für Zeiten leben wir? Man erlernt gar nicht zu hustlen, Alter. Bitte probier mal. Mal sei mal ehrlich. Boah, du hast das Krasse noch nicht entdeckt. Da ist aber noch Eis drin, was? Ja, normal ist bei mir nicht drin, glaube ich, ne? Ey, warum habe ich dieses Wack-Eis? Die haben Eis revolutioniert ein bisschen. Also auf jeden Fall das Kratzeis für Leute, die eilig haben. Ich schwöre, richtig Berlin. Wir müssen jetzt auch schon direkt zum nächsten Spot, denn ich habe für die Reservierung alleine pro Person 20 Euro im Vorfeld bezahlt. Und wenn wir nicht da hingehen, dann verfällt das und dann ist unsere 20 Euro... Wir sind jetzt gerade auf dem Weg. Wir sind hier hingefahren, weil meine Fußsohle brennt. Du könntest darauf ein Spiegelei braten. Wir suchen jetzt diese Bar. Ah, die kommt auf jeden Fall rein. Ich bin jetzt richtig gespannt, ob die reinkommt. Ah, die kommt auf jeden Fall rein. Ja, ich bin wirklich richtig gespannt, ne? Entweder es wird jetzt der richtige Reinfall und 40 Euro sind im Arsch. Ah, da vorne ist hier das. Kommt. Wir sind auch noch zu früh. Das kommt so jugendlich rüber. Hier, das mit dem Quietsche-Entchen ist das. Okay, wir sind jetzt erstmal auf Undercover-Modus. Inzwischen. Update. Wir sind reingekommen. Es sieht so cool hier aus. Oh mein Gott, man ist wie in einer anderen Welt. Man geht durch so eine Tür und so. Ey, Ardi meinte gerade, dass die Toiletten witzig sind. Ey, ich hab mein Handy nicht dabei. Wir gucken uns das gleich an. Okay, wir bestellen jetzt erstmal was zu trinken. Ich schwöre, ich komme gar nicht mit der Karte klar. Ich verstehe kein Wort. Das ist die Karte. Das ist schon echt hier crazy. Ich weiß nicht, was Do Not Feed the Hippos heißt. Das ist so ein Codeword, Alter. Und jetzt wird's ganz kompliziert. Also jetzt sind hier so, Leute, das ist echt viel Text zum Lesen. Also irgendwas Fruitiges oder? Keine Ahnung, Digga. Wollen wir so gegenseitig einen aussuchen? Ich hol dir einen Tokyo Twizzle. Oh nein. Ich will nur das lustige Namen. Wir haben jetzt einfach eine Empfehlung genommen von der, die hier arbeitet. Einmal diesen Berlin Donkey. Er mit so Banane und so. Und dann einmal Misbehave, Hibiscus, Vodka, Litchi. Oh mein Gott, ich glaube, der wird richtig lecker. Wir sind einfach gerade in einem anderen Zeitalter. Und das für eine Zeit, Alter. Wenn man außergewöhnliche Cocktails trinken möchte, dann ist das auf jeden Fall ein Bombenspot. Guck mal, ne? Sie meinte, oh nein, ist das cool. Wir hätten da jetzt ein Herz reinstanzen können, wenn ich meine Schlüssel dabei gehabt hätte. Sie meinte so, das fittet mein Outfit, weil das so eine Corsage ist und ich habe ja auch so eine an. Dann haben die hier ihr Logo reingestanzt in dieses Blatt. Das sieht so cool aus. Sie meinte, da ist noch ein Donut, ein Berliner Donut, Bananenchips. Das werden wir jetzt sowas von erstmal probieren. Hey, wie geil ist das denn? Very fancy. Okay, ich teile den mit dir. Mmh. Ach, ist ein Berliner. Ich finde das ja super, wenn die noch bei einem Cocktail Süßigkeiten dazu tun und dann auch noch einen Donut, ey. Auf dich? Hä? Auf uns, Alter. Wo ist sie reingekommen? Weil sie hat so Filme gemacht mit ihr reingekommen. Das ist jetzt ja original gar nicht gut, wie alt sie ist. Mmh, this is very delicious. Genau mein Geschmack. Wow. Zeig mal dein fancy Drink. Ey, ich schwöre, jetzt haben wir die Drinks der Natur. Oh mein Gott, was ist das? Einfach eine Schaumbadewanne als Cocktail, also so richtig. Und man kann das Entchen
Ja, oh nein, 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 hallo, hallo, es ist untergegangen. Ey, einfach mit richtigem Badeschaum, Entenangeln. Ich bin hier meine Zahnwurzelbehandlung. Das ja ist ja der absolut crazyste Drink, einfach in einem Zahn. Ey, wie viel Minze da drin ist. So, ne? Und jetzt trinken. Das schmeckt einfach wie Mundwasser. Wie meint man so erst damit seine Zunge putzen? Ablacher. Schmeckt frisch auf jeden Fall. Wow. Codewort für, ich brauche nochmal so einen Drink, ich muss einen Zahn zulegen. Kann ich den Blumenstrauß hier auch rausnehmen? Ey, das ist das coolste Glas, was ich jemals gesehen habe. Dieser Zahn braucht auf jeden Fall eine Füllung. D2 an Zangenbowle bitte. Ey, ganz ehrlich, das könnte jetzt auch einfach so ein Fiebertraum sein. Morgen erzähl ich dir, ey, ich hab geträumt, du hast aus einer Badewanne getrunken, ich aus einem Zahn. Und du denkst, was für ein Scheiß. Dieser Typ am anderen Tisch, ne, der trinkt einfach aus so einem Säbelzahn. Einfach aus so einem Ding. Das Getränk lohnt sich auf jeden Fall, da sind 20 Liter drin. Wie schön ist es hier? Oh mein Gott, warum wohne ich hier? Können wir hier tanzen? Was? Hä? Gehst du da rein? Als Alleinlieber, hast du meine Hände? Diese Hä? Warum kommt aus dem Wasser und kein Wasser raus? Ich hab hier meinen Spiegel. Laber nicht. Na, so krass. Ey, das ist aber kein Spiegel. Oh mein Gott, es sieht so geil aus. Können wir bitte unsere Drinks holen und hier trinken? Ey, das ist unser Song auch noch. Den haben wir gehört, als wir in Paris auf dem Fahrrad waren. Und zusammen gefahren sind in die Mütter. Handtücher, Geräusch, Spielrolladen. Weißt du, was witzig ist? Hättest du den Kellner gefragt, die ziehen das voll durch. Die sagen immer, Fahrstuhl, zweite Etage links. Aber du fährst ja gar nicht, du drückst einfach nur drauf und die Tür. So. Und die Türen gehen einfach auf. Wir sind nicht gefahren. Nee. Ich bin hier allein. Oh mein Gott, es ist alles so schön. Also das kommt auf Platz 1 der krassesten Toiletten meines Lebens. Es ist so geil, ne? Ich schwöre, ich möchte diesen Schminktisch, ich möchte so ein Badezimmer haben. Ah, wo bin ich, Digga? Es sieht so geil hier aus. Was? Schauen wir mal hier rein. Okay, oh, it's pretty ass. Hallo, Mom, geht doch nicht an. Hilfe, Hilfe. Okay, oh, ich glaube, das ist kaputt. Ich muss noch gar nicht. Also, die Bar war crazy. Ey, die Bar war unnormal geil. Ey, dieses Klo, ich komme gar nicht klar. Das war mein Highlight. Ich hätte am liebsten da meinen Tisch gehabt und da einfach gechillt. Eigentlich wollte ich ja dir heute noch so ein Überraschungsding zeigen, ne? So ein Restaurant, was ich rausgesucht habe, das hat jetzt aber geschlossen. Es ist schon voll spät. Es war so ein Geheimnis da drum, ne? Keine Ahnung, wer weiß, was mich erwartet. Auf jeden Fall machen wir das dann morgen wahrscheinlich, ne? Ja, wir müssen das morgen weitermachen. Und morgen, also wir machen welche morgen. Welche Tragödie? Bombe. Okay, lass mich nicht. Einfach morgen nochmal. Und jetzt gehen wir aber zu unserem Lieblingsdönerladen. Rühren. Nicht schütteln, sondern rühren. Boah, ich werde jetzt komplett auf diese Drillbeats, wird in 3 Sekunden auseinander. Oh yeah. Du siehst aus wie David Hasselhoff, wo er sein Burger ist. Einen Tag später. Friendos, wir stehen kurz vor dem Abendessen. Und endlich gehen wir zu dem Überraschungsfoodspot, von dem ich Adrian die ganze Zeit nicht erzählt habe. Und es wird. Also ganz ehrlich, eigentlich ist alles wie immer, ich weiß von nichts. Aber bei dem hat sie halt voll das Ding drum gemacht. So. Sie meinte, ey, das wird voll krass. Es ist gar nicht so, es ist kein fancy Ding oder so, ne? Ich bin gespannt. Spannend, Digga. Wir essen bestimmt gleich Döner am Stiel oder so. Ey, sie hat so einen Hype da drum gemacht jetzt, ne? Was es ist. Und wie und was. Und du kommst gar nicht drauf. Ja, normal kommst du nicht drauf. Okay, rate mal, was könnte es zu essen sein? Also sowas, was, welche Richtung kulinarisch? Asiatisch. Okay. Hättest du Bock auf Asien? Da lang vielleicht? Nein, nicht da lang. Ich kann dir mal einen Tipp geben, ne? Das Ding ist, es ist halt so, es ist nichts Fancyes, aber es weckt Erinnerungen. Wie, es weckt Erinnerungen? Kann Erinnerungen erwecken. Also australisches Dings macht ja keinen Sinn, so, oder? Weil warum? Denn es ist typisch australisches Essen, oder? Okay. Oder? Wir sind in Berlin, hier gibt es einen Laden für Windbeutel. Ey, wir gehen da, Windbeuterei oder wie das hieß. Nein, Mann, wir essen jetzt richtig Armbrot. Dann lass dich überraschen. Sag mal jetzt. Wir sind in 250 Metern da, ich sag dir das jetzt sicherlich nicht. Es ist nicht mehr weit. Ey, sie macht das schon die ganze Zeit, ne? So wie jetzt. Das riecht intens mittlerweile. Riecht's auch schon gut, oder? Hier ist es überall so geil, ich bin so hungrig. Wenn du mir nicht sagst, ich laufe gleich irgendwo rein. Ich laufe jetzt hier rein, egal. Ich weiß was. Wir essen was? Bestimmt so Korean irgendwas. Korean was? Das wäre so geil, so Spice Orange Chicken. Hä? Es gibt Orange Chicken. Nein. Wie kommst du da drauf? Keine Ahnung, Digga. Ich dachte Orange Chicken vom Kanda Express. Oha, wie kommst du da drauf? Ich sag, es wegen Erinnerungen, Digga. Das kann alles sein. Keine Ahnung, als ich meinen Fuß gestoßen habe gegen mein Bettkante. Wir waren hier schon mal, wir haben diese kleinen Burger Sliders gegessen. Okay. Und hier haben wir darüber geredet, dass du abgezogen worden bist. Ja, ist das hier? Das hier vorne direkt links? Nein, Blabas. Hier rechts ist diese Mini-Burger. Okay, dann geh mal rechts hin. Niemals. Gehen wir da hin. Vorsicht. Es ist das hier an der Ecke, ja. Das ist doch, doch, das,
ist in dem Laden. Ja. Nein, das ist was anderes jetzt. Ey, das ist so witzig. Ich wusste nicht, dass das in dem Laden ist. Oh, das ist neu nämlich. Ich bin so gespannt. So, hier. Schau mal, was du auf der Karte findest. Ich weiß nicht, vielleicht die Polizei. Ich kann 0, ich kann nur 112 haben. Ich bin voll überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich hinkommen soll. Okay, guck mal bei Main Dishes auf die Nummer 9. Boah, das, ich hatte einfach recht. Ja, du hattest einfach das ist gar nicht, das ist gar nicht fresh. Das ist gar nicht chillig von dir. Warum? Ich sag ehrlich, mein Gefühl. Ey, krass. Es ist einfach okay. Orange Chicken. Boah, ey, das sieht so geil aus. Du hast dich gerade richtig gefreut, eben, als du das gesagt hast. Du hast es eben mit so viel Freude gesagt. Orange Chicken. Hä? Es gibt Orange Chicken. Ja, nicht mal so. Ey, okay. Genau das, was ich gerade brauche. Ne? Ich werde gleich mit einer Cola aus Glasflasche. Richtig krass, oder? Boah, Alter, ich werde diese Orange Chicken. Bang. Ich werde auch Orange Chicken auf jeden Fall. Das Ding ey, es riecht richtig krass. Das Ding ist daran, wir waren ja zusammen in Amerika und wir haben das da bei diesem Panda Express gegessen. Das gibt es uns irgendwie gar nicht in Deutschland, deswegen ist das so special. Hallo. Bloß ein kleineres Stück, ich will damit anfangen. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ist krass, schmeckt's? Ist lecker? Okay, geil. Und ich schwöre, alles, was in diesen Schal hier kommt, ne? Kennst du das? Das schmeckt einfach, boah, das will ich auf jeden Fall auch probieren. Chicken ist schon so, sowieso lecker. Aber an orangener Farbe? Okay, ist es crunchy? Mit Dings darüber. Okay, here we go. Ich sag jetzt gar nichts mehr, ich bin nicht gesagt. Mach doch Ding. Oh mein Gott, das ist so lecker. Ey, das schmeckt so geil. Das ist immer ein Indikator, dass Essen lecker ist und die Speisekarte nicht so voll ist. Ja, das stimmt. Also was sagst du? Gute Überraschung? Ich sag gar nichts, ich bin nicht einfach. Was ist das ein Gutes, das ich nicht gesagt habe? Wir sprechen uns nach nicht mehr. Okay.